So, herzlich willkommen zum vierten Teil, wenn ich mich richtig erinnere. Vielleicht mache ich noch einen fünften Teil und dann warte ich erstmal. Wir sind ja bei Assassin's Creed 1. Und genau. Dann legen wir uns mal auf den Animus und spielen weiter. Ja, im letzten Video haben wir ja gesehen, dass Alter Ehe getötet wurde, aber wir leben. Ja, ich lebe. Aber ich sah euch zustoßen, fühlte die Umarmung des Todes. Ihr saht, was ich euch sehen ließ. Und dann fielt ihr in den Schlaf der Toten. Der Ungeborenen. Auf das ihr erwachen würdet und wiedergeboren. Aber warum? Erinnert ihr euch, Alter Ehe, wofür die Assassinen kämpfen? Frieden? In allen Dingen? Ja, in allen Dingen. Es ist nicht genug, die Gewalt zwischen den Menschen zu beenden. Es geht auch um den inneren Frieden. Das eine geht nicht ohne das andere. So sagt man. So ist es. Aber ihr, mein Sohn, habt den inneren Frieden nicht gefunden. Dies zeigt sich auf schändliche Weise. Ihr seid arrogant und hochmütig. Aber habt ihr nicht immer gesagt, dass nichts wahr und alles erlaubt ist? Ihr versteht die wahre Bedeutung dieser Phrase nicht, mein Kind. Sie erlaubt euch nicht zu tun, was euch gefällt. Es ist eine Lehre, die eure Sinne leiten soll. Sie setzt eine Weisheit voraus, an der es euch mangelt. Was soll nun aus mir werden? Ich sollte euch töten für das Leid, das ihr uns zugefügt habt. Malik hielt es für angemessen. Euer Leben für das seines Bruders. Aber es wäre eine Vergeudung meiner Zeit und eures Talents. Ihr werdet sehen, dass ihr eure Besitztümer verloren habt. Und euren Rang. Ihr seid ein Novize, wieder ein Kind. So wie an dem Tag, an dem ihr unserem Orden beitratet. Ich biete euch Gelegenheit, euch einzuwaschen und euch den Weg zurück in die Bruderschaft zu verdienen. Ihr habt schon etwas geplant? Zuerst müsst ihr beweisen, dass ihr euch erinnert, wie man Assassine wird. Ein wahrer Assassine. Also soll ich ein Leben nehmen? Nein, jetzt noch nicht. Zunächst werdet ihr nur ein Schüler sein. Das ist nicht nötig. Andere jagten eure Beute für euch, aber von heute an werdet ihr eure Beute selbst zur Strecke bringen. Wenn ihr das wünscht, das ist es. Dann sagt mir, was ich tun muss. Wir wurden betrogen. Jemand hat Aubert des Sable geholfen. Einer von uns. Ihr müsst ihn finden und hierher bringen, um ihn zu verhören. Was könnt ihr über den Verräter sagen? Ah, das ist der Punkt. Mehr werde ich euch nicht sagen. Der Rest liegt bei euch. Tja, da sind wir wieder Novize. Sie wurden degradiert. Waffen verloren, Schwert. Verloren, versteckte Klinge. Aber das kann man auch so sehen, ne? Ja, ich muss da. Ich glaube, ich muss nicht alles vorlesen. Genau. Fähigkeit verloren, Leute wegzuschmeißen. Okay. Ich habe alles verloren. Ich bin ganz neu. Ich bin alles von Anfang. Okay. Wir haben auch einen kleineren Gürtel an, wie man sieht. Genau. Hier ist die Map, die kann ich euch jetzt auch mal zeigen. Genau. Status, den Verräter in Masyaf aufspüren. Alles klar, das ist die Karte von Masyaf. Genau. Ich habe Assassin's Creed 1 schon lange nicht mehr gespielt. Ich muss immer klarkommen. Okay. Dann gehen wir mal ins Dörfle unten rein. Friede sei mit euch, Altair. Ihr steht mir im Weg. Ja, Al-Mualem bat mich, euch zu helfen.
weiß, wie es geht. Das mag sein, aber ich muss meinen Befehl folgen. Dann beeilt euch, ja. Wir haben viele Fertigkeiten zur Wahl. Ja, ja. Wir können lauschen, stehlen oder Gewalt einsetzen, um einzuschüchtern. Ihr erinnert euch. Dann mische ich mich unter das Volk und sehe, was ich in Erfahrung bringen kann. Ja, beginnt auf dem Marktplatz des Dorfes. Dort haben wir den Verräter zuerst entdeckt. Ihr wisst, wer es ist? Mag sein. Gebt mir einen Namen und bringen wir es hinter uns. So funktioniert das nicht. Hier in Assassin's Creed 1 ist es sehr viel Lauferei. Sehr, sehr viel Lauferei. Ups, sorry. Ich bin nur ein alter Mann. Ja, tut mir leid. Ich hätte nichts gegen alte Männer, ne? Also. Ach, setzen Sie sich auf eine Bank. Wo haben wir denn hier eine Bank? Ah, da. Okay. Ich weiß, was ich sage. Ups. Er öffnete das Tor. Er ließ die Templer herein. Das müsst ihr Al-Mualim berichten. Ich kann nicht. Masun war nicht alleine. Jemand in der Festung hat ihm geholfen. Wie kommt ihr darauf? Er tauscht Briefe mit jemandem aus. Der Korbmacher überbringt sie für ihn. Das ist kein Grund zu schweigen. Ah, aber der Korbmacher hat ihm direkt vor dem Angriff einen Brief übergeben. Ich leuchte den Tief den Befehl, das Tor zu öffnen. Dann sprich mit dem Korbmacher. Er kann Masuns Komplizen benennen. Er ist verschwunden. Versteckt sich aus Angst, hineingezogen zu werden. Wahrscheinlich hat er sich in seine eigenen Körbe verkrochen. Die erste Mission erfolgreich. Wir haben jemanden belauscht. Yay. Wir haben also einen Spion in der Reihe. Gar nicht gut. Ihr könnt ja gerne mal in die Kommentare sagen, wie ihr das Bild findet. Ich meine, im größten Teil flackert das Bild ja nicht. Wenn es flackert, bitte ich es zu entschuldigen. Ich nehme mit dem Handy direkt vom Bildschirm auf. Und ihr könnt aber auch auf jeden Fall gerne mal sagen, ob die Lautstärke so in Ordnung ist. Ich meine, ich sitze ja direkt hinterm Handy, ne? Also meine Stimme sollte man gut hören. Aber ob man das Spiel gut versteht. Oder ob ich dann bei den nächsten Aufnahmesessions lieber das Fernsehen noch ein bisschen lauter mache. Drücken Sie L1, um den Taschendiebstahl-Mission zu aktivieren. Warnung, zu nah für einen Taschendiebstahl. Ja, ist er gut. Ich weiß jetzt nicht, wo es hier der Fehler liegt.
Wenn ich da drücke, dann steht er plötzlich zu nah. Entweder bin ich zu nah oder zu weit. Ich schau ihm einfach in die Fresse. Nee. Ich sollte mich, glaube ich, erstmal hinsetzen, oder? Kann das sein? Nur eilen. Ja. Wir haben im Angriff alles verloren und haben keinen Platz für unser Getreide. Ich kann jetzt nicht. Habe zu tun. Ist das wegen dem Brief? Welcher Brief? Der Brief, den ihr bekamt, als ich herkam. Schlechte Kunde? Ich weiß nicht, wovon ihr redet. Hört, ich werde sehen, was ich tun kann. Aber bitte, ich muss jetzt allein sein. Kommt später wieder. Wie ihr wünscht. Jetzt haben wir es richtig. Mission 2. Geschafft. So, und nun? Jetzt müssen wir da wieder irgendwo hin. Er wird sich verletzen. Ja, vielleicht. Ich bin das irgendwie die ganze Zeit gewohnt, einen Synchronisationsplatz zu finden. Heißt, hoch oben irgendwo auf dem Turm. Alles klar. Oh. Ja. Ich spreche mal kurz drüber. Es gibt hier noch Nebenmissionen, wie man hier sieht. Das da. Man kann Fahnen einsammeln. Das ist jetzt eine Assassinenflagge. Es gibt die Deutschritterflagge, es gibt die Johanniterflagge, die Hospitianerflagge und die Templerflagge. Eine von 20 Assassinenflaggen. Flaggen. Ja, dann wird nix. Auf dem Weg! Du kannst dich nicht davon lassen, dass es nicht zu schwer wäre. Das war nicht so gut gelaufen. Ja, das war jetzt nicht so gut gelaufen. Manchmal verstehe ich nicht so ganz, was die von mir wollen bei Assassin's Creed 1. Aber gut. Ja. Dann nehme ich jetzt noch einen Teil auf und dann haue ich die erstmal nacheinander raus, weil mir läuft sonst die Platte voll.
Dann bin ich gespannt, wie es euch gefällt. Es kommen natürlich auch noch magische Videos. Aber ich habe irgendwie jetzt Bock gehabt, Let's Plays aufzunehmen und bin gespannt, wie es ankommt. Gut, wie gesagt, bei Let's Plays muss man eher mehr reden. Aber das kommt auf jeden Fall noch. Also, bis zum nächsten Mal, eure Torfina.